So, schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Vortrag der Reihe Faszination Astronomie Online. Diese Reihe wird veranstaltet vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Mein Name ist Hubertus Ritzinger und ich bin Mitglied in der Sternwarte Hofheim, einem Verein von Astronomieenthusiasten in Hofheim am Taunus, das ist in der Nähe von Frankfurt. Ja, und ich erzähle euch heute was von Pluto. Pluto, das ist ein Himmelskörper, wie ihr euch denken könnt, bei der Reihe, in der dieser Vortrag stattfindet. Und im Untertitel heißt es Entdeckt, degradiert und neue Horizonte. Ja, das ist so eine grobe Gliederung meines Vortrags. Also es gibt was zu erzählen über die Entdeckung, was es mit der Degradierung auf sich hat, da kommen wir dann noch dazu. Und neue Horizonte, das sind halt die neuesten Erkenntnisse, neueste Ergebnisse. Ah, hier habe ich eine Grafik von unserem Sonnensystem. Das ist alles nicht maßstabgetreu, aber ganz links das Helle, das ist die Sonne. Die müsste man in Wirklichkeit sehr viel größer darstellen. Und dann kommen Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und ganz außen, da ist der Pluto. Ja, das sind so die neun größten Himmelskörper, die die Sonne umkreisen. Und man sieht hier schon, Pluto ist ist der kleinste in dieser Reihe. Und zum anderen ist er der, der am weitesten draußen ist. Die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die sind den Menschen seit jeher bekannt. In allen Hochkulturen der Vergangenheit der Antike waren diese Planeten bekannt, weil man die eben auch mit bloßem Auge sieht. Der Uranus, der ist mit bloßem Auge schon fast nicht mehr zu sehen. Der wurde erst 1781 entdeckt und mehr oder weniger zufällig von Friedrich Wilhelm Herschel. Ich vermute mal, dass der Herr Herschel damals Kometen gesucht hat. Das war damals so die Mode in der Astronomie. Und dabei hat er eben den Planeten Uranus entdeckt. Ja, und den Uranus, die Bahn konnte man dann so einigermaßen mit verschiedenen Beobachtungsdaten rekonstruieren. Und dabei hat sich herausgestellt, dass diese Bahn irgendwie gestört wird von irgendwas. Und hat doch tatsächlich ein Mathematiker, der Leverrier in Frankreich, und es gab auch noch einen englischen Mathematiker, der eben aus diesen Bahnstörungen berechnet hat, dass da noch ein weiterer Planet unterwegs ist, und der konnte auch ungefähr sagen, ja, ziemlich genau sogar sagen, wo der zu finden ist. Nur haben leider beide Schwierigkeiten gehabt, überhaupt jemanden in der etablierten Astronomie zu finden, der diesem Hinweis nachgehen wollte. Und schließlich hat sich Leverrier an den Leiter der Sternwarte in Berlin gewandt, den Johann Gottfried Galle. Und der hat sich bereit erklärt, danach zu suchen, und hat tatsächlich nach ganz kurzer Zeit einen neuen Planeten entdeckt, der dann den Namen den Namen Neptun erhalten hat. Mit dieser Entdeckung und mit der, naja, vorläufigen Massenbestimmung konnte aber die Bahnstörung nicht vollständig erklärt werden. Darum hat man eben nach einem weiteren Planeten gesucht. Ja, und einer, der am eifrigsten nach diesem Planeten gesucht hat, das war Parzival Lowell, war eigentlich ein erfolgreicher Geschäftsmann und hatte da auch das nötige Geld dazu, sich eine eigene Sternwarte da bauen zu lassen. Und hat eifrig nach diesem Planeten X gesucht. 1916 ist Lowell verstorben, und die Suche war bis dahin noch nicht erfolgreich. Ein weiterer Planet konnte noch nicht entdeckt werden. Ja, und es hat dann ein bisschen gedauert. Erst 1929 wurde dann die Suche systematisch fortgesetzt, und es wurde ein junger Astronom beauftragt, diese Suche zu betreiben, nämlich Clyde Tombaugh.
Der hat dann nachts bestimmte Himmelsabschnitte fotografiert und tags dann diese Aufnahmen ausgewertet an einem Blinkkomparator. Komparator, da steckt das lateinische Wort comparare drin, also vergleichen. Wie das so in etwa funktioniert, da kann ich dann noch was sagen dazu. Ja, was sehen wir denn bei Tombaugh mit dem Teleskop, mit dem er dann letztendlich auch den Pluto entdeckt hat? In der Mitte das Observatorium und rechts diese Apparatur, das ist ein Blinkkomparator. Ja, und im Februar 1930 war es dann soweit, da wurde die Entdeckung eines neuen Planeten verkündet. Die Entdeckung basiert auf Aufnahmen aus dem Januar 1930, aber der 18. Februar gilt halt so als offizielle Entdeckungsdatum. Ja, und wie entdeckt man eigentlich einen Planeten? Also wenn man so einen Ausschnitt vom Himmel hat, wie ich das hier habe, da ist der Pluto drauf, aber wenn man nicht weiß, wo man gucken muss, findet man den garantiert nicht. Ja, und da muss man sich halt mal überlegen, was ist ein Stern, was ist ein Planet? Also Sterne erzeugen ihre eigene oder haben ihre eigene Energieerzeugung und strahlen also Licht und unter anderem Licht eben ab. Und die Planeten reflektieren das Licht von der Sonne. Gut, damit kommt man aber auch noch nicht weiter. Die Sterne sind sehr viel weiter entfernt, nämlich mehr als ein Lichtjahr, und das sind ein Lichtjahr, das sind schon 10 Billionen Kilometer. Die Planeten bewegen sich auf Radien kleiner als 10 Milliarden Kilometer, aber auch damit kommt man noch nicht so richtig weit. Der dritte Punkt, der führt dann schon eher zum Erfolg, und zwar die Sterne behalten ihre Position zueinander. Und der Sternhimmel, der bewegt sich ja insgesamt über unsere Köpfe hinweg, aber das liegt an der Bewegung der Erde, an der Drehung der Erde. Die Sterne untereinander behalten ihre Position. Dagegen die Planeten, die verändern ihre Position im Vergleich zum Fixsternhimmel innerhalb von Stunden oder Tagen. Und das ist ein Hinweis oder das ist eine Möglichkeit, so einen Planeten aufzuspüren. Ja, und meine Kollegen von der Sternwarte Hofheim, der Olaf Filzinger und der Rainer Schmitz, die haben das mal nachfotografiert. Das ist hier eine Aufnahme vom 15.07.2006. Da ist Pluto drauf. Und das ist eine Aufnahme vom nächsten Tag. Wieder der gleiche Ausschnitt, wieder schön übereinander gelegt. Und da hat sich was bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Macht es nochmal. Naja, ist vielleicht, wenn man nicht weiß, wo, dann auch ein bisschen schwierig. Aber ich kann da helfen. Ich habe mal einen Kreis gemacht. Und wenn wir jetzt ein bisschen warten, dann tut sich da was. Oh, da ist jetzt was gesprungen. Also da ist einer von diesen Lichtpunkten, springt da von einem Tag auf den anderen hin und her. Und das ist ein Beleg dafür, dass es sich hier um einen Körper handelt, um einen Himmelskörper handelt, der eben eine Bahn um die Sonne zieht. Und so, und im Prinzip, dieser Blinkkomparator, der macht auch sowas, allerdings damals noch mit mechanischen Mitteln. Ja, und das ist hier also eine GIF-Datei. Ja, und so hat man den Pluto dann entdeckt. Nur von Anfang an war klar, der ist sehr lichtschwach, der ist sehr weit weg. Ob der nun wirklich die Unregelmäßigkeiten in der Uranusbahn verursachen kann, das war von Anfang an, da war ein Fragezeichen dahinter. Und spätestens mit der Entdeckung des Mondes Charon, das war 1978, konnte man dann die Masse von Pluto genauer bestimmen und damit war endgültig klar, Pluto löst diese Unregelmäßigkeiten auf keinen Fall aus. Man hätte da einen Himmelskörper gebraucht, der mindestens 2 bis 11 Erdmassen hätte und da kommt Pluto bei weitem nicht hin. Das Rätsel hat sich übrigens später ganz anders aufgelöst, und zwar als Voyager 2 1989 am Pluto, am Neptun vorbeigeflogen ist, konnte man dessen Masse genauer bestimmen und damit war dann klar, ja, die Neptunmasse musste etwas korrigiert werden, nach oben korrigiert werden, und damit
konnte man dann erklären, dass die Unregelmäßigkeiten in der Uranusbahn allein durch Neptun bewirkt werden. Es braucht also keinen weiteren Planeten. Ja, Pluto war dann, also der Name Pluto wurde dann gefunden. Der wurde vorgeschlagen von einer englischen Schülerin, die dann über ihren Großvater und einen bekannten Astronomen in England diesen Vorschlag dann nach Amerika geschickt hat, und der wurde dann tatsächlich auch angenommen. Und Pluto, das war von Anfang an so ein Außenseiter im Kreis der Planeten. Zum einen ist seine Exzentrizität relativ groß, das heißt, die Bahn ist von einem Kreisbahn schon relativ weit entfernt, die ist schon ziemlich elliptisch. Diese Exzentrizität, das ist eben ein Maß. Wenn die Exzentrizität 0 ist, dann ist es eben eine ideale Kreisbahn. Und die rote Bahn hier, das ist die Plutobahn. Und da sieht man schon, die weicht deutlich ab von der Kreisbahn. Hier ist die Neptunbahn eingezeichnet, die ist schon eher einem Kreis angenähert. Auch die Neigung zur Bahnebene, zur Ekliptik, ist mit 17,16 schon sehr hoch für einen Planeten. Und dann ist Pluto sehr viel kleiner als die anderen Planeten. Also Merkur, der nächstkleinere, ist schon doppelt so groß im Durchmesser. Und auch viele Monde, auch der Erdmond ist größer als Pluto. Und der größte Mond im Sonnensystem, Ganymed, der ist mit 5262 Kilometern im Durchmesser schon sehr viel größer. Ja, und 2003 wurde dann ein Körper entdeckt, der dann Eris genannt wurde. Hat ungefähr dieselbe Größe wie Pluto. Und der kreist ebenfalls auf einer Bahn jenseits der Neptunbahn. Und war schon klar, da könnten noch weitere entdeckt werden. Also, man muss sich jetzt erstmal überlegen, was macht einen Planeten eigentlich aus? Das war bis dato, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so das Thema, aber jetzt mit der Entdeckung von Pluto und Eris wurde das Thema mal auf die Tagesordnung gesetzt. Und Planet ist erstmal ein Objekt, das um die Sonne kreist und eine Masse hat, die so groß ist, dass die eigene Anziehungskraft dieses Objekt in eine nahezu kugelförmige Form bekommt. Also die kugelförmig ist natürlich nicht ideal. Also man sieht ja, die Erde ist zerklüftet, hat Berge und Täler. Also das ist keine ideale Kugelform, aber annähernde Kugelform. Und auch die meisten Planeten sind an ihrem Äquator etwas dicker als am Pol. Das liegt halt einfach an der Zentrifugalkraft. Also das hier rechts, das ist mit Sicherheit kein Planet. Der hat nämlich eine ganz unregelmäßige Form. Da kann man also nicht sagen, ist nahezu kugelförmig. Die hier, die ich am Anfang schon mal gezeigt habe, die erfüllen alle diese Kriterien. Und Eris, Ceres und noch weitere könnten alle diese Definition genügen. Und heute gibt es eine ganze Menge davon. Da sind so einige aufgezählt. Also neben Pluto und Eris, die beiden größeren, gibt es noch eine ganze Reihe weiterer. Und man hat mit Sicherheit da noch nicht alle entdeckt. Ja, dann kommt jetzt die Internationale Astronomische Vereinigung ins Spiel. Das ist eine Vereinigung, die 1919 gegründet wurde und die halt ja, die Förderung der Astronomie und ihrer Forschung durch internationale Zusammenarbeit fördern will. Die IAU hat Mitglieder, insbesondere eben auch die nationalen Mitglieder, das heißt die astronomischen Gesellschaften und Akademien. Und die deutschen Astronomen und astronomischen Vereinigungen werden in der IAU vom Rat Deutscher Sternwarten vertreten. Ja, und diese IAU kam 2006 in Prag zu einer turnusmäßigen Sitzung zusammen, und da war halt das Thema mit den Planeten auch auf der Tagesordnung. Gab es dann diese Resolution. Da steht dann,
Ein Planet ist ein Himmelskörper, der. Und entscheidend ist jetzt dieser Satz hier, der die Umgebung seines Orbits leergefegt hat. Ja, genau genommen ist das auch nicht so sehr präzise, die Definition, was heißt leergefegt, aber um es ein bisschen präziser zu sagen, die Körper, die noch in dem Orbit sich bewegen müssen, in ihrer Summe eine deutlich kleinere Masse haben als der Hauptkörper. Also 100-mal kleiner, dann ist das Ganze okay. Und es wurde neben der Kategorie Planeten die neue Kategorie Zwergplaneten eingeführt, bei denen es unter CM heißt not cleared, also hat diese Umgebung nicht leergefegt. Und das ist so, wie es in Wikipedia steht, die Definition. Das heißt, die Masse ist groß genug, um im hydrostatischen Gleichgewicht zu sein und der das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn ist. Das heißt, dass diese über die Zeit durch sein Gravitationsfeld von weiteren Objekten geräumt hat. Also nicht vollständig geräumt hat, aber weitgehend geräumt hat. Ja, und damit ist Pluto kein Planet mehr, sondern ein Zwergplanet. Ich habe mich damals auch gefragt, wieso ist in der Pluto-Bahn noch so viel Zeugs unterwegs? Und da ich da erstmal keine Antwort gefunden habe, habe ich dann an die Spezialisten von Stern und Weltraum geschrieben, habe da mal einen Leserbrief hingeschrieben und habe auch eine Antwort bekommen. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, vor allem an Ulrich Bastian. Ja, und der schreibt mir, dass eben in der Plutobahn sehr viele Kleinkörper unterwegs sind, die sogenannten Plutinos. Und der größte von ihnen ist Orcus, der es immerhin auf 900 Kilometer Durchmesser bringt, also schon ganz ordentlicher Brocken. Und man schätzt, dass es mindestens noch 1000 weitere gibt mit einem Durchmesser von bis zu 100 oder mehr als 100 Kilometer. Und diese ganzen Körper bringen eben doch eine Masse zusammen, die sogar deutlich größer ist als die des Pluto. Ja, also da habe ich dann eine entsprechende Antwort bekommen. Das Ganze ist dann auch nochmal als Leserbrief in der Zeitung erschienen im Heft, Oktober 2019. Ja, und auf dieser Grafik sieht man das auch nochmal ganz gut. Also hier ist die Plutobahn und da ist doch schon eine ganze Menge Gerödel unterwegs. Im Gegensatz zur Neptunbahn zum Beispiel, da sind es nur einige wenige Punkte. Oder auch beim Uranus. Also hier sind einige weitere Körper unterwegs, die einiges an Masse auf die Waage bringen. Ja, die Bahn von Pluto und so einige ja, Fotografien, auch von Hubble Space Teleskop und so weiter, von Pluto hatte man bis dato ja, erhalten. Aber so viel wirklich Genaues über den Pluto und seine Monde wusste man noch nicht. Und da kam dann irgendwann schon mal die Idee, eine Sonde hinzuschicken. Ja, das hat natürlich wieder gedauert, bis die entsprechenden Budgetmittel dann genehmigt waren. Und ja, so in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden dann die Pläne konkreter. Und ja, es war auch so, dass Plutos Perihel, also der sonnennächste Punkt, der war 1989 erreicht. Und es dauert dann knapp 250 Jahre, bis dann wieder ein Perihel erreicht wird, weil eben die Umlaufbahn des Pluto um die Sonne so groß ist und das dauert eben 248 Jahre. Gut, 1989 war schon rum, aber noch war Pluto relativ nahe und das hat natürlich die Reisezeit einfach verkürzt, um dorthin zu kommen. Der Start erfolgte dann 2006.
Im nächsten Jahr, also 2007, erfolgte dann ein Swing-by-Manöver am Jupiter. Da wurde eben einfach nochmal die Richtung ausgerichtet oder entsprechend eingerichtet, und vor allem wurde auch entsprechend Geschwindigkeit gewonnen, sodass eben die Reisezeit entsprechend verkürzt wurde. Und fast 10 Jahre später, fast 10 Jahre nach Start 2015, wurde dann das Pluto-System erreicht, und die Sonde ist dann durch das System durchgeflogen. Und da wurden dann entsprechende Daten und Bilder gesammelt, und die Übertragung dieser Daten dauerte bis Ende 2016. Ja, 2019 gab es einen weiteren Höhepunkt dieser Mission. Da wurde nämlich, ist die Sonde an dem Objekt Ultima Thule vorbeigeflogen. Also Sie können sich bestimmt noch erinnern, das war damals in der Presse. Das war dieser kosmische Schneemann, der aus nächster Nähe fotografiert wurde. Ja, und aktuell ist die Mission verlängert bis 2021. Aber ob es nochmal zu einem so spektakulären Vorbeiflug kommt, das ist echt die Frage. So, habe ich schon gesagt, so nach 10 Jahren Reisezeit und 5 Milliarden Kilometern musste dann ein räumlicher Zielkorridor von 55 auf 100 Kilometer getroffen werden. Im Januar 2015 begann die eigentliche Beobachtungszeit des Pluto-Systems, und am 14. Juli 2015 wurde dann der geringste Abstand zum Pluto erreicht. Übrigens bei einer Geschwindigkeit von 14 Kilometer pro Sekunde, das ist ganz schön schnell, und darum blieb auch nicht so sehr viel Zeit, um Aufnahmen und Beobachtungen zu machen. Also es wurden in der Zeit da 400 Beobachtungen gemacht mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Instrumenten, und die datenintensivste Phase, das waren so 3 Stunden. Gut, und wie schon gesagt, die Übertragung der Daten dauerte bis Ende 2016. Ja, und so sieht das in der Grafik aus. So, Pluto, nee, New Horizons kommt hier angeflogen. Hier sind dann immer die Punkte vermerkt, wo der geringste Abstand erreicht wird, hier zum Pluto, zum Charon. Das ist auch ganz interessant, das sind Bereiche, wo die Sonne abgedeckt ist, also die Sonne scheint von der Richtung hier, und hier in dem Bereich ist die Sonde im Pluto-Schatten, das heißt, man kann Gegenlichtaufnahmen machen, und da kann man dann gut die Atmosphäre untersuchen, wenn sie denn da ist. Und das gleiche nochmal beim Charon, der ist übrigens auch groß genug, als dass man so einen Effekt sieht. Ja, diese Zeit war nur eine kurze Zeit, war es möglich, hier entsprechende Aufnahmen und Beobachtungen zu machen. Ja, und das sind Aufnahmen vor New Horizons. Sie sind gemacht mit dem Hubble Space Teleskop. Das waren die besten Aufnahmen, die man bis dato hatte. Und man sieht auf der Pluto-Oberfläche schon einige Strukturen, aber sehr verwaschen, sehr verschwommen. Also was das ist, kann man so nicht erkennen. Und das sind so die Aufnahmen, die man New Horizons geliefert hat. Das ist übrigens nicht aus dem geringsten Abstand, sondern am Tag zuvor, in einigem Abstand noch. Aber das war am Tag oder bei der geringsten Annäherung hätte man den ganzen Pluto gar nicht mehr auf die Fotoplatte bekommen. Ja, das ist übrigens auch nicht eine Aufnahme, die so geschossen wurde mit der Kamera, sondern die ist zusammengesetzt aus mehreren Aufnahmen. Zum einen eben aus der LORI, aus einer Kamera, also einem Kamerasystem, verbunden mit Daten von RALF. Das ist ein Instrument, ein Kombi-Instrument, das vor allem die Oberflächenfarben dann darstellen kann. Und die Originalaufnahme, die sieht so aus. Also ob jetzt genau die Aufnahme ist, die in der da drin steckt, weiß ich jetzt nicht, aber die ist auf jeden Fall auch vom Tag vor der geringsten Annäherung. Und da sieht man zwar auch die Strukturen, aber halt nicht so schön deutlich wie auf dieser Aufnahme.
Das ist nochmal ein Ausschnitt daraus und da sieht man eben das Herz des Pluto. Das ist sowieso diese Formation. Die linke Seite ist heller und rechts sieht man so etwas weniger ausgeprägt die zweite Hälfte des Herzens. Ja, und inzwischen sind die ganzen Regionen auf dem Pluto auch benannt und dieses ganze Herz des Pluto, die wurde nach dem Entdecker Plutos, dem Kleitombo benannt, als Tombo-Regio. Und die linke Seite, das ist die Sputnik-Planitia, in Erinnerung an die allererste Raumsonde, die damals, also die Sputnik-Sonde, die damals von der Sowjetunion auf den Weg gebracht wurde. Ja, und diese Sputnik-Planitia, das ist eine Region ausgefrorenem Stickstoff. Und auffällig ist, dass es da keinerlei Krater gibt. Das könnte ein Hinweis sein, dass die Region relativ jung ist, also jünger als 100 Millionen Jahre, wenn man da von jung reden kann. Oder aber auch, dass das Stickstoffeis so weich ist, dass sich entstehende Krater sehr schnell wieder auffüllen. Was da jetzt das Richtige ist, so meines Wissens ist das noch nicht so endgültig geklärt. Ja, und hier gibt es dann so ein paar Detailaufnahmen von dem Pluto, wo man schon sehr viele schöne Krater und Details entdecken kann. Auch das ist nochmal eine Nahaufnahme von der Pluto-Oberfläche. Ja, und das ist eben eine dieser Gegenlichtaufnahmen. Und hier sieht man, Pluto hat eine Atmosphäre, die ist allerdings sehr dünn, aber im Gegenlicht deutlich zu erkennen. Ja, noch ein paar Fakten zu Pluto. Also sein Durchmesser ist 2375 Kilometer und die Umlaufbahn ist elliptisch. Die Entfernung zur Sonne schwankt zwischen 4,4 und 7,4 Milliarden Kilometer. Die Umlaufzeit ist 248 Jahre und die Umlaufbahn befindet sich in einer 3 zu 2 Bahnresonanz mit Neptun. Das heißt, wenn der Neptun dreimal um die Sonne kreist, dann schafft es Pluto gerade zweimal die Sonne zu umkreisen. Pluto rotiert auch um die eigene Achse in 6,4 Erdentagen, also ein Tag ist dort etwas länger. Und die Rotationsachse, die liegt praktisch auf der Ebene der Umlaufbahn. Also die ist sehr stark gekippt. Ja, Pluto hat Monde. Charon ist ein im Vergleich zu seinem Planeten sehr großer Mond. Also im Verhältnis zum Hauptkörper ist Charon der größte Mond im Sonnensystem. Und die Umlaufbahn des Charon um den Pluto, die ist auch nur so 20.000, nee, die Entfernung ist auch nur so 20.000 Kilometer. Das heißt, er ist sehr nahe an seinem Planeten dran. Ja, und dann gibt es noch vier kleinere Monde, Styx, Nix, Hydra und Kerberos. Das sind so Gesteinsbrocken, wahrscheinlich eingefangene Asteroiden. Pluto setzt sich zusammen aus Silikaten, also Gestein, zu 66% und viel Wassereis, 34%. Und das Wassereis ist bei den Temperaturen hart wie Stein. Die Atmosphäre ist sehr dünn, besteht hauptsächlich aus Stickstoff, ein bisschen Kohlenmonoxid und auch ein bisschen Methan. Ja, und die Oberfläche bei 40 Kelvin, also bei minus 230 Grad Celsius, besteht vor allem aus Stickstoffeis. Und Stickstoffeis ist bei den Temperaturen immer noch fließend, da bilden sich Gletscher. Die Berge, die man gesehen hat oder die man sieht, die sind in ihrem Kern aus Wassereis. Wie gesagt, Wassereis ist bei den Temperaturen hart wie Stein. Und es gibt auch Eisvulkane, dort, wo eben Stickstoffeis rausfließt, wie bei den irdischen Vulkanen die Lava. Und
Die maximale scheinbare Helligkeit ist plus 13,65. Das heißt, mit bloßem Auge nicht zu sehen. Also Sie wissen bestimmt, diese Skala der scheinbaren Helligkeit ist naja, etwas, das ist historisch bedingt, sagen wir mal so. Und je größer der Wert ist, desto schwieriger oder desto leuchtschwächer ist ein Himmelskörper. Also die gut sichtbaren Himmelskörper wie die Venus und der Jupiter, die haben Werte von minus 2, oder 3, also Minuswerte. Was man gerade noch so mit bloßem Auge sehen kann, hat so einen Wert um die plus 6 und plus 13,65. Da braucht man schon eine bessere Ausrüstung dafür. Da ist mit bloßem Auge nichts mehr zu holen. Ja, dann habe ich hier noch einige, das sind künstlerische Darstellungen. So muss man sich Pluto zur Mittagszeit vorstellen. Die Sonne ist sehr viel weiter weg wie bei uns auf der Erde. Also auf der Erde haben wir einen Abstand von 150 Millionen Kilometer. Auf dem Pluto reden wir von mindestens 4,4 Milliarden Kilometer. Aber die Sonne ist immer noch ein dominierender Himmelskörper am Pluto-Himmel. Und in der Mitte sieht man die Sichel des Charon, die halt auch vom Sonnenlicht angestrahlt wird und so eine feine, schöne, beleuchtete Sichel da ergibt. Ja, und das ist der fiktive Blick von einem der kleinen Monde auf Pluto und Charon. Auch sehr schön, würde mal für einen Ausflug dorthin ein bisschen einladen, aber da sind wir, so weit sind wir noch nicht. Ja, und hier haben wir ein Bild vom Südpol des Pluto, und zwar zur Winterszeit. Da ist der antarktische Winter, der allerdings auf dem Pluto so rund 100 Jahre dauert. Und da geht die Sonne nie auf in diesen 100 Jahren. Allerdings kommt ein bisschen Licht über den Charon rein. Von dem Mond wird eben ein fahles Licht auf den Pluto geworfen. Das ist das reflektierte Sonnenlicht. Tja, mit diesen Bildern bin ich schon am Ende meiner Ausführung. Ich danke mal für eure Aufmerksamkeit und gucke jetzt mal, ob es noch irgendwelche Fragen dazu gibt. Ja, ich sehe hier eine erste Frage: Wie viele Sonden wurden eigentlich schon zum Pluto gesendet? Also New Horizons ist die allererste. Die Voyager-Sonden, die hätten theoretisch die Möglichkeit gehabt, am Pluto vorbeizukommen, aber das wurde damals nicht gemacht. Also New Horizons ist die erste und bisher auch die letzte. Und ob es weitere gibt, da ist nichts bekannt. Wie gesagt, der Pluto ist zurzeit unterwegs in Richtung seinem Aphel und da wird es immer schwieriger, den zu erreichen. Also ich vermute mal, da wird sich in nächster Zeit nichts tun. Auf dem Pluto gelandet, nein, sind keine Sonden. Es sind auch, ja, der nächste Schritt wäre eigentlich, eine Sonde in die Umlaufbahn, um den Pluto zu schicken, aber auch das ist noch nicht passiert. New Horizons ist vorbeigeflogen und hat auch nur eine beschränkte Zeit gehabt, da Beobachtungen anzustellen. Dann eine weitere Frage: Wird unter Plutos Oberfläche nicht sogar Wasser vermutet, das durch eine geringe Kernwärme sogar flüssig sein sollte? Nein, also auf dem Pluto wird es kein flüssiges Wasser geben. Es gibt viel Wasser, aber das ist Wassereis. Weil, wie gesagt, die Oberflächentemperaturen liegen bei 40 Kelvin. Und ja, es gibt ein bisschen Kernwärme, aber das reicht nicht aus, um hier Wasser zu verflüssigen. So, dann gucke ich mal, ob es hier weitere Fragen gibt. Ja, das scheint hier nicht so zu sein. Ja, dann bleibt mir noch auf den nächsten Vortrag hinzuweisen. Übermorgen, am Donnerstag, den 25. Juni, wird Günter Hasinger sprechen zu dem Thema Europa forscht im Weltall.
die Wissenschaftsmissionen der ESA. Das wird bestimmt auch ein sehr interessanter Vortrag. Ja, also offensichtlich gibt es keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich auch beim Haus der Astronomie für die Gelegenheit, hier diesen Vortrag zu halten. Und ja, dann wünsche ich allgemein einen schönen Abend und bis demnächst mal wieder.